Moin Moin und grüß Gott und willkommen zur zweiten Folge auf der Oberbayern, dem Nachfolgeprojekt der Mühlenkreis im Mittelland. Zusammen mit dem Max, dem Krieger, dem Paul und dem Bienenzefix, seid gegrüßt. Servus. Man kann doch bestimmt das Ding noch irgendwie zusammenklappen, diese Maschine, oder? Wir richten weiter den Hof ein. Nicht, oder? Welches Maschine hast du? Irgend so ein Mod. Die Seemaschine, die konntest du doch der Länge nach dann fahren, oder nicht? Schon, oder habe ich nämlich auch gedacht. Das war so auf dem Bild zu sehen. Aber wie? Ja. Wie kannst du das einstellen? Warte mal, kann sein, dass du da irgendwie X drücken musst, dass das ausfährt oder so? Nein. Du musst es mit der Maustaste musst es machen. Ja, siehst du. Das ist jetzt ziemlich nice, ey. Die haben wir genommen, weil wir dort fast alle sehen können, ne? Ansehen können. Achtet einer ein bisschen mit auf die Uhrzeit, bitte. 38 haben wir es jetzt. Ja, warte. Paul. Max. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Muss ich es wieder abkuppeln? Ja, kann schon sein. Ich muss es jetzt abkuppeln, dann muss ich es vorne ankuppeln. Ich probier das mal aus. Die ist ein bisschen überdimensioniert, habe ich das Gefühl. Schau. Naja. Das müsste man theoretisch ja noch ausfahren können. Jetzt hast du das Rad hochgeklappt. Ja. Kann das sein, dass die bei deinem Fahrzeug wohl nicht funktioniert? Bisschen Abstand, Paul, bitte. Probier mir aber anders hier, bitte. Lucky, du mit deinem Riesengerät kannst du es ja mal probieren. Ja. Oder die ist doch nicht so gut. Ja, wenn ich nehme eine andere. Nee. Gibt immer, ne? Die hängt auch sofort. Ja, da müsste man hier auch noch. Das hier müsste irgendwie noch ausgefahren werden. Das hier. Das Gefühl. Das Rad? Ja. Nee, das Rad ist für. Das, für nein, nein, nicht, nicht das Rad. Die Stange müsste ausgefahren werden. Ja, die ist viel zu kurz, ne? Ja, deswegen hab ich hier gemeint. Wäre es nicht besser, wenn man würde einfach die. Ja, noch eine andere drauf, oder? Ja. Ja, dann muss ich komm runter mit der. Lass mich kurz nochmal einsteigen, ob ich noch was probiere. Porsche Maestro, ja, probier mal. Ich hab jetzt so nichts gefunden. Ah, switchen. Ja. Tempomatstufe, ja, keine Ahnung, das brauche ich nicht. Das ist aber auch nur das hier und das hier. Mit Ausklappen und Einklappen. Eigentlich ist sie ziemlich nice, diese Maschine. Aber auch nur eigentlich. Wenn wir sie nicht fahren können, dann schon wieder nicht. Ja, wow. Echt lucky. Schau, wenn du Gas gibst, macht er auch gar nichts. Ja, dann. Ach komm, weg mit der Scheiße. Dann verkaufst du wieder. Willst du verkaufen? Jetzt fährt Biene auch noch damit. Mir ich egal. Nehme die Querlandsteuer. Ich nehme die Querlandsteuer. Du musst probieren. Jawohl. Denkt ihr, das ist eine gute Idee, mit dem Mähdrescher bei uns in den Hof reinzufahren? Nein. Da kann man doch das Rad vorstellen. Ja, wo soll ich den hinstellen? In Fahrsilo. Also doch in den Hof. Also schon in den Hof rein. Ja, aber halt nicht durch die Durchfahrt, habe ich gemeint. Was habe ich damit gemeint? Paul steht ja mitten dort, ey. Ich überlege gerade, was wir für eine Sämaschine kaufen können. Was ist denn mit der Amazone, die wir noch draufgenommen haben? Ja, die könnten wir auch kaufen. Habe ich mir auch schon überlegt. Ja. Ich habe mal ein bisschen Equipment gekauft für den Telelader. Der schwarze V-Grab, der ist für Frontlader geeignet. Die anderen sind alle für den Telelader, was ich gekauft habe. Nehme ich den schwarzen gleich mal mit. Wer hat denn den Big Pack Dings gekauft hier? Ich hab den gekauft. Wollen wir den dann auch positionieren, den Big Pack Packer da? Also Sackverpack Dings Anlage da? Ich hätte halt erst die Sachen jetzt mit dem Big Pack Ding gekauft. Also die Big Packs gekauft und dann aufgeladen. Ja, bei Big Packs aufladen muss man aber aufpassen, da die etwas schwammig sind, wenn da Gurte sind, ne? Da muss man vorsichtig fahren, sonst kippt das ganze Gerät um oder die Dinger fallen runter. Stimmt, mit guten war ich das nicht muss so erstmal noch einen Frontlader für meinen John Deere kaufen. Spritzmittel und so können wir dann auch aufladen. Hätte gesagt, du kaufst jetzt erst noch ein paar Felder, dass wir
dass wir Krieger und Biene auf die Felder verbannen können, dass die was zu tun haben. Ja. Wenn ich meinen Frontlader in Pink kaufe, dann nimmt mir den keiner weg, ne? Der passt eh bei uns nicht ran. Nee, ich hab auch einen Hauer genommen. Genau, ein paar Felder. Wie ihr seht, haben wir schon Feld Hof 4 und Hof 5. Das sind die beiden, unsere Haupthöfe. Einmal mit Kühe, einmal mit Schweine wollen wir machen. Und dann habe ich noch auf einen kleinen Zettel aufgeschrieben, die Felder und die Wiesen. Dann kaufen wir mal. Und zwar Feld 33, kaufen. Feld 61, kaufen. Bei 90 wollten wir haben, das ist die 30, die wollten wir auch haben. Wo war denn 92? Sie war da. Oh, 33, erstes Feld. Die Wiese und die Wiese wollten wir. So, das war's eigentlich schon an Feldern und Wiesen. Mehr hatten wir nicht aufgeschrieben. Und jetzt wollten wir gucken, was wir noch an Money über haben. Viel, glaube ich. Hast du schon den Ernte gekauft? Ich hätte erstmal den. Ja, hätte ich auch erst gekauft als erstes jetzt. Nee, den habe ich noch nicht. Der ist bestimmt unter. Rübentechnik. Rübentechnik, die Mod, ja. Was wollen wir denn haben? Den Terrados T40? Den kleinen Ropa. Den kleinen Ropa erstmal. Panther 2. Ja. GPS, ja. Und der oder will jemand. Warte, hat jemand was Besseres? Nein. Ist gekauft. Oh, it's Lags. Ja, es kommt durch den Ropa gerade. Und ein Schneider, klar, glaube ich zumindest. Ja, welches muss denn da ran? Beziehungsweise, warum haben wir denn so viele? Ist das alles von diesem Rodpack? Bei den Grimme, Salat, Onion, Zwiebeln, Erdbeere. Aber für Paul wollte gleich einen großen Roder. Ich hatte nichts dagegen. Welches Schneidwerk muss ich denn dafür nehmen? Die sind alle Tiger 6. XL. Du brauchst den vom Panther. Welche Sorte willst du denn, Paul? Was brauchen wir denn? Zuckerrohr, Kartoffeln, rote Beete, Knoblauch, Salat, Erdbeeren. Nein, rote Zwiebeln. Beete und so haben wir ja gar nicht. Zwiebeln? Ich weiß nicht, was wir für die Schweine brauchen. Das wäre ja mal das Erste. Ja, das ist mein. Was wir da brauchen. Paul, willst du den da hinten mit reinstellen, neben die Spritze, den Kalkstreuer? Ja, der ist ein bisschen hoch. Da kommen wir auch nicht durchs Tor durch. Dann wirst du nicht viel anders hinstellen können. Ach, alles viel zu klein hier. Hof hier, ey. All das Chaos hier. Ich komme jetzt nochmal zum Händler. Ja. Ey, willst du ein Schwein kaufen? Schwein. Kauf mal zwei Schweine und zwei Kühe, bitte, einer. Ich kauf Kühe. Paul. Ja, da kannst du Schweine auch gleich kaufen. Wo ist denn die Maschine? Verkaufen wir. Da brauchen wir aber noch eine andere. Also eine Einzelkorn und eine andere. Ja, was ist denn mit der kleinen Amazone? Die Zitan 6000. Wie viel Meter hat denn die? 6. Können wir machen. Und Einzelkorn hätte ich Lampen genommen. Die mag ich lieber wie die Räderstedt. Hat jemand ein Problem damit? Wenn ich auf dem Plattformanhänger die Sachen für den Klaas tue? Nee, wenn du sie nicht runterschmeißt beim Fahren. Du meinst die Lampen mit dem Anbautank? Die Azurit 9? Ja, aber warte. Warte, ich schau gleich mal nach. Kannst auch so selber kaufen gerade. Ja, ich schau kurz. Mods. Wir nehmen natürlich gleich die 9 Meter von Pernaland. Die braucht auch nur 180. Das Dreieck, ne? Also für den Big Packs. Mit was hast du das konfiguriert? Ich kann es mit dem Frontlader nicht aufnehmen. Teleloader ist das. Da muss der Teleloader es beiseite nehmen, alles klar. Also Karotten könnten wir nehmen, wenn wir Karotten machen. Was braucht man denn für die Schweine jetzt? Du brauchst Kartoffeln, Zuckerrüben oder Karotten. Sojabohnen, Raps oder Sonnenblumen. Meizen, Weizen oder Gerste. Da hätte ich Gerste genommen, dann die Karotten. Ja, komm, Karottenvorsatz. Und vielleicht Raps. Aber wir stellen den Ropa zu dem anderen Hof, den brauchen wir bei uns nicht. Ja, und dann brauchen wir noch Gras, Frischgras, Kleefrisch, Frischmais. Ja, da müssen wir alles schauen. Ja. Mit Klee und Mais und so. Aber das heißt, es wäre nicht schlecht, wenn wir hier ein Fahrsilo hätten. Ja, wir haben Fahrsilo wie bei den Schweinen auch, brauchen wir auch Klee frisch.
Ja, da brauchen wir das. Deswegen, also da ganz hinten steht, glaube ich, Gläsilage. Ja, Gläsilage. Am besten zum Einlagern, denke ich. Ja, ich glaube, Lucky muss auch ein Silo noch bauen. Ja, das ist auch noch nicht gemacht worden. Was sagt ihr zu 9 Meter Quenneland? Einzelkorn? Meinetwegen. Nehme ich immer. Hat der was dagegen? Anspruch? Aber weiß nicht, die ist halt auch so lang. Die kommen auch nicht hin. Die ist auch viel besser hier. Max, ja, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt nur 5 Minuten. Ja. Kann ich hier irgendwie noch Spanngurte anbringen? Ja, eigentlich schon bei dem. Ja, aber nicht um die Sachen, die ich drauf habe. Nee, da geht's nicht. Nein, das geht nicht. Was wollen wir jetzt? Nehmen die Gwerneland oder die Lampen? Gwerneland. Welche Lampen? Ich glaube halt, die Gwerneland wird hier ziemlich eng mit den Höfen und so. Aber wenn ihr meint, es geht, dann... Die hat halt 9 Meter, Junge. Ich kaufe jetzt das Dings, ne? Karottending, ne? Ja. Komm, wir nehmen die Gwerneland, wir haben so viel Geld. Ja. Krieger, wird es was bei dir? Ja, wenn ich die ganze Zeit dadurch lecken würde, dass irgendjemand was kauft. Ja, das ist jetzt in den ersten 2-3 Folgen, die erste Woche. Hey. Entschuldigung. Nur kurz noch meinen Job schauen. Das wird sich gleich beruhigen. Bleib ruhig, Krieger. Düngetechnik, also Sachen für die Düngegeräte, für Pflanzenschutz und sowas. Das könntest du auf den Anhänger auch gut packen und das kannst du auch mit Spanngurten definitiv sichern. Ja, jetzt bin ich erstmal auf dem Weg zum Hof. Ja. Ach, Lucky. Ja. Ich habe jetzt gefunden, was sie für die andere noch gebraucht hätten. Ach, da muss man noch was zukaufen. Geh unter Diverses, das ganz Letzte. Muss ich mal gerade hier anhalten, das muss ich mir mal angucken. Unter Diverses. Yo, Attacher, das ist die Anhängerkupplung dann. Das brauchst du, damit kannst du ihn anhängen. Ja, wollen wir das dann wieder machen, oder? Ich weiß nicht, was sagt ihr denn? Also ich finde die kleine Amazon auch sehr süß, muss ich sagen. Ja, ich auch. Wir lassen es so. Ja, wenn man merkt, man braucht eine zweite, dann kann man ja immer... Ja, dann können wir ja wieder auf die zurückgreifen. Wird der Ropa schneller wie der Fendt? Nee, Biene muss nur Gas geben. Achso, okay. Ich wollte gerade schon sagen, alter Schwede. So, Ropas ja, gehen aber ganz schön ab. Gülleschlauch brauchen wir auch. Düngeschlauch. Für den Düngestreuer. Seid ihr denn mit den Gerätschaften oder mit euren Traktoren schon mal sehr zufrieden? Boah. Auf jeden Fall. Gut. Das ist ja die Hauptsache. Auch mit den Gerätschaften der anderen? Naja. Nee. Den Roper stellen wir auf Hof 4, ne? Ne, Hof 5. Ja. Hof 5. Auf den Schweinehof. Lucky? Krieger? Krieger hat Blödsinn gemacht. Krieger? Aber er fährt Drescher, oder? Ja. Kann ja nicht so viel Blödsinn machen. Nee, er fährt doch... In welcher Welt fahre ich denn gerade Drescher? Er fährt Dings. Ich fährt den Krieger, fährt. Warte, Krieger. Teleloader. Ach so. Da kommt nicht so durch. Ich glaube, er hat alles runtergeschmissen. Nee, nicht alles. Auch. Zack. Ah, danke, Paul. Ist noch irgendwo Platz für die Seemaschine, oder... Ja, deswegen hat Polly, das nervt mich auch. Alles besetzt. Hier vorne ist noch Platz neben der Düngetechnik und Schutztechnik. Ja, das ist stimmt, da könnten wir was sein. Krieger, willst du dann die Big Bags holen oder kaufen wir jetzt Paletten? Andere Frage, wollten wir den Teleloader zu Hof 5 stellen oder jetzt zu dem anderen? Eigentlich zu Hof 5. Jetzt muss ich ja noch weiterfahren. Ja, eigentlich Hof 5 wegen Schweine war der gedacht, ne? Ja. Wir brauchen ihn ja bei uns fast nicht. Wo habt ihr denn Platz gedacht, wo man Frontlader und so abstellen könnte? Wo fahre ich denn hier jetzt am dümmsten zu Hof 5? Ich glaube, irgendwer hat ihn da schon reingestellt. Ich glaube, Krieger hat seinen schon irgendwo reingestellt. Ich hatte meinen, was habe ich irgendwo reingestellt? Frontlader. Dein Frontlader. Was ist eigentlich mit der Hupe? Den habe ich, rechts neben die Hänger sozusagen, also... Also das ja, alle rechts neben dran, wo die Hänger stehen.
Ich lasse meinen auf jeden Fall dran. Das Frontladerwerkzeug von mir, wo ich mitgenommen habe, habe ich rechts von den Silos hingestellt. Da steht doch nur ein Gewicht. Nein, hier gerade in der Halle nebendran. Hier steht es drin. Oh mein, hier. Ja, da ist die Nebenhalle hier. Ja. Naja. Wo hast du jetzt deine Sachen reingestellt? Also deine Halle würde ich das nicht unbedingt machen. Da hätten wir, können wir andere Sachen finden. Ich habe es jetzt erstmal da reingestellt. Wir können ja umstellen. Stell den hier hinten ganz hinten hin. Willst du das Ziel nächstes Video platzieren wir nächste Folge? Ja, ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge. Und morgen um 15 Uhr geht es dann weiter mit der nächsten Folge. LS19 Oberbayern. Oh, jetzt zeig ich Blitze. Schaltet wieder ein, lasst einen Daumen nach oben da und wer nichts mehr verpassen will, abonniert kostet nichts. Bis morgen. Tschüssi. Ciao.